Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu! Jawohl, da ist Pikachu. Wir haben es im letzten Part nicht gestreichelt. Ich weiß, ich bereue es jetzt schon. Aber mir ging es nicht gut gestern Abend. Heute geht es mir besser. Oder das war heute Morgen, technisch gesehen. Das ist halt, ich habe einen anderen Schlafrhythmus. Ich bin heute erst um 16 Uhr frühstücken gegangen. Ja. Tage vorher habe ich immer so um 9 und um 10 gefrühstückt. Erkennt man vielleicht, Schlafrhythmus nicht wirklich existent. So, weil ich bei euch ja andere Soundeinstellungen drin habe als bei mir immer. Jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie scheint es so mit den konstanten Soundeinstellungen nicht so ganz zu klappen. Weil meine Stimme dann manchmal lauter wird und Spiel manchmal leiser als beim letzten Mal aufnehmen. Und ich literally nur den Rechner runtergefahren habe und wieder hochgefahren habe. Es liegen irgendwie 18 Stunden zwischen den Aufnahmen. Ich habe nichts verändert. Außer Rechner runter und hochfahren. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder auf die Einstellungen. Ah. Jawohl. Ja, jetzt ist bei euch doch gleich viel besser. Das wird bei mir hier extern. Also ich habe quasi einen weiteren Pegler zwischen dem internen Pegel am PC und mein Kopfhörer ist zwischengeschaltet, ein interner Pegler, wo ich halt die Lautstärke nochmal für mich anpassen kann, ohne dabei irgendwie am PC was umzustellen, was halt für die Aufnahmen super praktisch ist. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir uns zuerst das Item holen können, bevor wir mit dem kämpfen müssen. Scheint wohl aber nicht so zu sein. Obelix ist halb tot, Drago ist quasi tot und Fist ist auch quasi tot. Dann gehen wir vorher kurz mal zum Pokémon Center, bevor wir hier weitermachen. Wo wir gerade hier sind, können wir mal gucken, was die Voraussetzungen sind, dass man in die Arena kommt. Die sieht so aus. Und wenn ihr aufmerksam euch umgeguckt habt, dann wisst ihr jetzt auch, welcher Typ hier in der Arena bevorzugt ist. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein Wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuchsiana City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. So. Wie ich sehe, hast du nicht weniger als 55 Pokémon-Arten gefangen. Damit bist du als ehrwürdiger Herausforderer in dieser Arena zugelassen. Ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Du solltest dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf den falschen Fuß erwischen werde. Kogas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sei mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seinem Sprachstil müsste er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst nicht weitergehen und sein Gegner. Du darfst weitergehen, nicht anstatten. Ihr wisst schon, was ich meine. Du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Ja, ich habe gerade bei Koga, ich hoffe, man hört es in der Aufnahme, einfach mein T-Shirt über den Mund gehalten und so drückt, wie als hätte ich halt das, was er hat, damit das so ein bisschen authentisch klingt. Ich weiß, ich bin cool. Nicht wirklich, aber naja, egal. Ich laber viele, wenn der Tag lang ist und das meiste davon macht nicht wirklich Sinn, sondern ich laber nur, weil ich laber halt einfach gerne. Ich rede unglaublich gerne irgendeinen Quark daher. Ich verbringe
über eine Stunde am Tag teilweise mir selber irgendeinen Quatsch auf Englisch zu erzählen. Einfach, weil ich dann mit meiner Aussprache ein bisschen besser zurechtkomme und so. Und ja. Also das ist durchaus hilfreich. Und weil sehr viel zu sagen, wenn du über alltägliche Dinge redest, dann merkst du auch irgendwann, welche Wörter dir deinem Englisch-Wortschatz fehlen. Weil du, keine Ahnung, du hast irgendwas und versuchst dann auf Englisch darüber zu... Es reicht, wenn man sich mit selbst unterhält, das ist natürlich nicht so hilfreich wie mit jemand anders, aber es klappt auch. Ja. Oh, guck mal. Pikachu freut uns an. Kopfnusse in die Tag. Welches nun wirklich keine große Herausforderung zu sein scheint. Oh ja. Definitiv keine große Herausforderung. Ein Crit. Natürlich. Pikachu erreicht Level 47. Sprungkopf. Wow, das ist sehr effektiv. Mhm. Okay. Du hast Obelix wehgetan. Jetzt kriegst du es mit seinem kleinen, schnelleren Kumpel zu tun. Der ziemlich, ziemlich angepisst ist. Ziemlich, ziemlich angepisst. Stopp, du Scheißviech. Ja, scheint so, als müssen wir mal wieder ins Pokémon Center. Nein, wir rennen jetzt nicht ins Pokémon Center zurück. Wir müssen jetzt einfach mit Eva. Ja. Uff, ja, wundert euch nicht, wenn ich mich zwischendrin mal mute oder sowas da. So, ja. Da muss ich halt niesen oder husten oder muss aufstoßen oder irgendwie sowas. Dinge, die nicht besonders angenehm sind zu hören. Und die würde ich dann einfach raus. Das ist für euch eine sehr viel angenehmere Atmosphäre. Weil ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendeine komische Sache. Ich muss ständig aufstoßen manchmal. Also es gibt so Tage, da bin ich echt den ganzen Tag am Aufstoßen. Ohne Unterschied, ohne Unterschied, Quatsch, ohne Unterlass. Teilweise 6 Stunden nach dem Essen muss ich noch vom Essen aufstoßen. Ja, jetzt sind es keine 6 Stunden nach dem Essen, sondern nur 2. Trotzdem ständig. Erholung. Ich hab fast gedacht, obwohl das könnte Überstrahl drauf haben. Das wäre natürlich unnötig. So. Genau, der soll ruhig Luftschnitt spammen. Durch das hier gerade sehe, kann ich was sagen. Ich bin noch am Überlegen wegen einer Sache, wegen dem Soul Silver LP. Vor allem, weil ich ja jetzt bestanden habe, was anders zu machen als vorher. Weil ich ja, glaube ich, ein paar Mal erzählt habe, ich wollte ohne Starter spielen. Jetzt, da ich aber mit Starter spiele, was ich mir jetzt beschlossen habe, es keinen Special Twist mehr geben wird.
Ja, also wo es keinen Special Twist geben wird. Wie das ja vielleicht davon gespielt hätte. Jetzt wird es nur einen Special Twist beim Team geben. Überlege ich, ob ich auch was am Team fände, weil ich wollte halt eins der ersten Pokémon, die man auf der Route sieht, mit ins Team nehmen, also auf der ersten Route, mit ins Team nehmen. Um quasi das keinen Starter auszugleichen. Da ich das jetzt aber doch beschlossen habe, den mitzunehmen, könnte ich das jetzt anders machen, aber dann hätte ich am Anfang tatsächlich nur mit dem Starter sehr Probleme. Weil der Starter ist quasi useless. Der, also der Starter, den ich nehmen will, der ist quasi useless. Oh, Dodri, ein neues Pokémon. Ja, der ist quasi useless. Am Anfang. Und wir hätten ohne das andere Pokémon so ziemlich gar keine Chance, in irgendwas weiterzukommen. Also ziemlich jeder halt einfach Pokémon, die quasi nichts ausrichten könnten. Wir müssten die ganze Zeit overleveled sein. Was eine echt Kackerfahrung wäre für euch. Ja, ich will es mir auch nicht zu leicht machen. Indem ich mir irgendein sich früh entwickelndes Pokémon reinnehme oder so. Oder generell eins der Pokémon reinnehmen will, die da sind. Ja. Sache ist halt, es gibt Generationen, in denen das Pokémon, was ich mit ins Team nehmen will, stärker ist. Was einfach daran liegt, dass Pokémon manchmal Statuswertveränderungen oder vor allem Veränderungen im Pool der Attacken bekommen zwischen den Generationen. Deswegen ist es halt in anderen Generationen sehr viel effektiver und da würde ich es eigentlich gerne mit ins Team nehmen und ich will kein Pokémon zweimal mit ins Team nehmen. Ich könnte es zwar durch ein anderes ersetzen, was man auch bekommt, was auch gut passen würde, aber dann hätte ich halt wirklich am Anfang super viele Probleme. Ja. Und wir müssen halt super overlevelt sein. Weil ich kann das Deck rausholen. Ich glaube, du weißt, wie ich euch bekomme. Dich bekomme ich. Ja, du bist halt das. Dich bekomme ich erst dann. Dich bekomme ich später. Dich bekomme ich. Das ist so ein Chaos, was ich hier aufgeschrieben habe. Warte mal. 1, 2. 3, 4, 5, 6, okay, es sind 6 Pokémon. Das habe ich nicht rausgebootet. Dann werde ich das wohl einfach mal drin lassen. Ja. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe eine Mute-Taste. So, die ihr gerade eventuell mitbekommen habt. Ja. Den Rest bekomme ich halt ansonsten echt. Boah, das wäre halt wirklich, wirklich, wirklich schwer. Aber Kreideschrei. Wobei Kreideschrei wäre bei dem eigentlich voll die gute Idee gewesen. Ich bin doof. Egal. Ja, also das durfte wirklich schwer werden. Vor allem, wenn wir dann kein anderes Teammitglied haben. Himmelskrieger. Yo. Sehr starke Flugattacke. Die aber, denke ich, übrigens gerade noch so tanken wird. Oder nicht? Okay. Dann wissen wir das auch. Dann kann Pikachu mal wieder hier seinen Freund rächen. Ja. Also ihr beide seid nicht verhandelbar. Die quasi am schwersten zu bekommen sind, die beiden Pokémon.
in meinem Team. Das sind nicht verhandelbar, lustigerweise. Ja. Klassische Porenta aus der Existenz, die kannst du, danke. Und ich hätte ihn, ja. Ich habe einen Fehler gemacht, mal wieder, weil ich abgelenkt bin. Das ist natürlich auch mal ein Schutzschild bei dir mit uns. Moveset, vielleicht statt Lichtkanone. Aber das bringt ja eigentlich auch nicht viel. Ich bin eigentlich kein Schutzschild-Player. Also, ja. Okay. Ich könnte schon viel aufstoßen. Ja. Also ich könnte noch. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt eh mit Starter spielen will, können wir auch jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie das vierte Mal ist, dass ich hier das Team umänder. Es ist nur noch ein Haufen durchgestrichenes Zeugs da zu lesen. Also dann könnt ihr dich rausnehmen. Und dich mit reinnehmen. So. Dann würde ich aber dich verlieren. Und. So, dann müsste ich dich ja. Also dich könnte ich dann. Auch durch. Dodo haben wir auch noch nicht. Dich könnte ich dann ersetzen durch dich hier. So. So, und dann brauche ich noch eine Alternative. So, damit habe ich. Dann muss ich aber eine Alternative dafür. Okay. Jetzt wird's kompliziert. Da gäbe es eine Lösung, aber ich weiß nicht, wie ich die realisieren könnte tatsächlich. Da muss ich gleich nochmal gucken, da gibt es garantiert auch noch eine andere Lösung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gemutet. Wenn doch, dann tut es mir wirklich leid. Ich hoffe nur, der Browser öffnet sich auf dem richtigen Bildschirm. Tut er natürlich nicht. Es war ja so klar. Okay, wir sind fertig. Ich bin jetzt nicht mehr gemutet. Oh, die Pappnasen. Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es hieß, dort würden wir haufenweise seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über die Sachen mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir von der Abgabe sind. Diese ganze neuartige Technik macht mir Angst. James wird an sich gerade blicken. Miaus, genau. Da muss es doch irgendwas geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Au! Was ist das denn für ein verflixt hartes Ding? Mein armer Fuß. Oh, das ist doch bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil ausgraben. Unfassbar, du hattest recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal. Ah! Was ist das? Zähne? Zähne? Das. Zeig mal, das kann doch. Ja, du hast recht. Da kann es noch so funkeln und das Gold sein. Das ist einfach widerlich. Ach was, der Knirps. Was schleißt du hier herum? Bart, antworte nicht. Ist ihm nicht im Gang. Nimm lieber das hier. Geht aus Haus.
Dir wurde das goldene Gebiss aufgedrückt. Ist das nicht nett von uns? Und jetzt uns. Und jetzt lass uns in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau. Wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Los, kratzen wir die Cora. Okay, ich habe gerade echt irgendwie sehr viel Luft im Bauch. Das war wirklich... Zuerst können wir jetzt... Nein, hast du nicht lange für mich? Nein, schade. Ich dachte, das wäre ein Typ, der mir angegabt. Falsch was aus. Ich will noch was abholen, was wir unbedingt brauchen später, damit wir das nicht vergessen. Hi. Pui. Der ganze Sandkrümel ist so eklig zwischen den Zähnen. Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Jemand hat auch noch ein Wort von dem Verstand, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mit auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühe. Ein Safari-Set. Und weil du es bist, bring ich dir umbrechen noch was Nützliches bei. Und zwar die geheime Technik, Wortstoß. Was sagt man dazu? Sieht aus, als würde dein Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Naja, für mich ist das Kruft wie gesprungen. Dann bringe ich sie eben deine Pokémon bei. Seid ihr soweit? Gut. Man stößt doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier, stimmt's? Jetzt haltet euch fest. Mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick an der Sache ist dieser. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Voll der Trick. Ja, ist denn das zu fassen? Dein Pokémon hat Wuchtstoß gleich auf Anhieb erlernt. Es ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Ja, wir können Wuchtstoß daher probieren. Tatsächlich eine der größten Kritiken an dem Spiel. Ja, du kannst nämlich nicht früher konntest du einfach aktivieren. Ja, früher konntest du ihn einfach jetzt aktivieren und dann bist du dagegen gelaufen und dann wurde das Ding verschoben. Jetzt musst du jedes Mal wieder A drücken, damit das Ding verschoben wird. Jedes verdammte Mal, wenn du es verschieben willst. Was halt einfach ein extremes Downgrade ist. Weil vorher konnte das halt... Vorher konnte also in Soul Silver und ich weiß auch, ich glaube auch früher noch, also... schon wirklich, wirklich, wirklich älter als dieses Spiel. Ich meine, das ist von 2018, richtig? Ich glaube ja. Ich guck kurz nach. Ob das von 2018 ist, das Spiel drin. Oh ja, das hier wird kompliziert. Wir haben ein Pokémon Center, Obelix ist vorne, richtig, genau. Da wird die nicht viel ausrichten können. Denker kommt nach vorne. Und im Staub sieht man die unsichtbaren Dingsbumse. So, zack. Dr. Henry. Ich hab irgendwas nachgucken hier. Let's go Pikachu und Let's go Evoli sind erschienen. Erscheinungsdatum. Ah, 2018. Tatsächlich Psychokinese. Okay, gut. Oh, das wäre. Ich meine, dich könnte man bekommen. In dem Spiel. Okay, also du wärst eine Lösung. Wo bekommt man dich denn her? Ich guck gleich mal, ob es noch eine andere Lösung gibt dafür. Als dich aber
Okay, oft kann man dich bekommen. Also das wäre eine Lösung, falls mir nichts Besseres einfällt. Dann wäre das eine Lösung. Wir gucken mal da noch nach, ob es nicht irgendwie was gibt. Was noch alles Team passt. Bam, 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 bam. Ah, wir könnten dich mit reinnehmen. Kannst du denn das erlernen, was uns fehlt? So. Ja, ich guck mal nebenbei so ein bisschen fürs Silber nach, ne? Oh ja, du könntest das Ding hier. Ja, da muss ich mich nochmal, okay, da muss ich gleich nach dem Video nochmal nachgucken, da muss ich mich intensiver reinlesen. Da müssten wir dich nämlich sehr kompliziert bekommen, weil die Attacke, die dieses Pokémon dann erlernen könnte, bis wir die bekommen. Die Boss übrigens Käfergift und nicht Käferflug, obwohl es so aussieht wie Käferflug wegen den Flügeln und den Bienen aussehen kann. So. Ja, komm, Gift. Haut rein. Oh, ist das Wutanfall? Doch, das ist Wutanfall. Und es lebt noch. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber genau für den Fall haben wir ja Drago trainiert. Ja, Wutanfall tatsächlich. Ja, damit würde ich gerne was sagen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.